Helene Fischer während ihrer Auszeit, es bricht alles zusammen. Oh je. Traurige Nachrichten von Helene Fischer. In ihrer Auszeit muss die Sängerin nun einen herben Tiefschlag verkraften. Eigentlich hätte Helene Fischer momentan jeden Grund zur Freude. Seit einigen Monaten genießt die Beauty ihre wohlverdiente Auszeit. Und lässt mit ihrem Herzblatt Thomas Sietel die Seele baumeln. Doch jetzt das Traurige. Helene Fischer feierte kurzes Comeback. Vor einigen Wochen war Helene Fischer dabei zu beobachten. Wie sie für ein privates Konzert auf die Bühne zurückkehrte und dabei alle Fanherzen höher schlagen ließ. Schließlich warteten Helenes Fans seit ihrer Auszeitverkündung sehnsüchtig auf ein Lebenszeichen der Beauty. Doch damit nicht genug. Am 06. Juni dann die nächste Sensation. Helene kündigte via Instagram ihr neuestes Werk. Den Titelsong zum neuen Kinofilm Traum verbirg, an und verriet. Ich muss euch sagen, es hat sich einfach richtig angefühlt und ich habe mich sofort verliebt. Eigentlich ein Grund zur Freude. Helene muss herben Tiefschlag verkraften. Obwohl Helene stets auf eine treue Fanbase zurückblicken konnte. Scheint sie mit ihrem neuesten Hit nur wenig Erfolge zu erzielen. So berichtet Bild.de, dass Helenes Werk auf YouTube gerade mal 845.000 Mal angehört wurde. Zum Vergleich, Atemlos schaffte es auf 54 Millionen Klicks. Autsch! Was Helene darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab.
bleibt somit nur zu hoffen, dass sie ihre Auszeit dennoch weiterhin genießen kann.